FM Media wird Ihnen präsentiert von Autohaus Tosch Luckau. Man fährt drauf ab und kommt gut an. Die Gerüchteküche um den Luckauer Schlossberg brodelt heftig. Der kürzlich erschienene Artikel in der Lokalpresse vermeldet recht hoffnungsvolle Tendenzen. Auch Pächter Ingo Wolf stellt sich absolut professionell der für ihn nicht gerade leichten Situation. Fehler der Vergangenheit räumt er Schritt für Schritt konzeptionell aus. Dazu gehört auch das erste viertägige Bergfest. Als Alternativangebot zu dem aus Kostengründen 2014 gestrichenen Sommerfest. Das Bergfest, eine Idee, sehr unterschiedlich diskutiert, eine Idee mit vielen Unbekannten. Letztlich mit positivem Resultat. Das Grillfest zum Herrentag fand großen Anklang. Gleichermaßen die Sommernachtsparty als DJ-Event am Freitag. Für den Samstag wurde auch der Gewerbepark mit einbezogen in die Programmgestaltung. Kaffeezelt, Getränkewagen und Hüpfburg waren schon aufgebaut und letzte Vorbereitungen zu treffen. Indes besuchten Touristen die Landkreisausstellung Spektrale, Kunstprojekte besonderer Art. Der Nachmittag rückte heran. Für Doreen der Zeitpunkt, die Kaffeemaschine in Gang zu setzen. Leckere Kuchen standen zur Auswahl, von Erdbeerschnitte, Donauwelle bis zum Rollkuchen. Der Aufgang zum Schlossberg kündete vom Motto der Tage. Alles wurde in Position gebracht und die Show konnte beginnen. Mit ihrem Programm überzeugten wiederholt die Tänzerinnen vom Label ihr Publikum. Wenngleich die Besucherzahl um diese Zeit noch als recht mäßig zu bezeichnen war, tat dies der guten Stimmung keinen Abbruch. Die Zeiger der Uhr rückten vorwärts und immer mehr Gäste machten sich auf den Weg zum Bergfest. Selbstverständlich auch der Fanblock von Krause und Co. Eine Luckauer Band mit Liverpool-Erfahrung. Sänger Jochen Riemann riss das Publikum gekonnt mit. Allerdings unangefochtener Star in diesem Programmblock, Töchterchen Katharine. Die Fünfjährige trägt Papas Musikgehen zweifellos in sich. Mit der Liveband, na und, hatte Ingo Wolf die richtige Wahl getroffen. 9 Vollblutmusiker garantierten qualitativ hochwertige Covermusik und das zwischen 20 und 2 Uhr. Unterbrochen oder besser gesagt ergänzt wurde die optimale Partystimmung mit einem weiteren Highlight. Ein Berliner Lasershow-Team zelebrierte einmalige Effekte. Nicht zuletzt auch durch den Baumbestand auf dem Schlossberg. Nach einer guten halben Stunde endete das Spektakel am nächtlichen Himmel. Der Band folgte ab 2 Uhr die Aftershow-Party im Saal. Gegen 6 Uhr morgens machten sich dann auch die letzten Gäste auf den Heimweg. Für das Luckauer Event-Team
bedeutete dies eine sehr kleine Mütze voll Schlaf. Denn bis zum musikalischen Frühschoppen am Sonntagvormittag musste alles wieder hergerichtet sein. Während die Berstetaler Blasmusikanten bereits anrollten, erlebten Tanzfläche, Tische und Bänke das Reinigungsgeschwader. Blasmusiker haben ihr Publikum schon mal sicher. Mehr und mehr gesellten sich dazu. Der erste Ton von der Bühne bedeutete gleichzeitig erste Tanzpaare auf dem Parkett. Zur Stärkung gab es zum Mittag neben gegrilltem äußerst delikate Erbsensuppe mit Wiener Würstchen. Zubereitet von Sabine, die unter anderem, wie schon am Vortag, später gemeinsam mit anderen Akteuren des Sportlerheims Waldrina die Versorgung der Gäste im Gewölbepark sicherte. Bevor am 28. Juni die Premiere des Kindermusicals Engel und Wolken stattfindet, zeigten die jüngsten Tänzerinnen des Label einige Ausschnitte aus dem sehenswerten Stück. Es ist die Abschlussprojektarbeit von Celestine Zoe Reich, die ihr freiwilliges soziales Jahr im Tanzstudio damit beendet. Die Darbietungen der Mädchen begeisterten auch die kleinen Zuschauer. War es doch auch ein Programm zum Internationalen Kindertag. Unterstützt wurden die Kleinen durch die Tänze der Großen. Im Kaffeegarten hatte sich indes Schlagerinterpret Andreas Schenker angekündigt und unterhielt das Publikum vortrefflich. Der Baum, der hat uns beide rückgebracht. Alle zusammen! Und rot, 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 rot sind die Rosen. Komm noch mal zusammen. Zum Kindertag passend das Spieleangebot des CVJM. Es begeisterte alle. Ein riesengroßes Dankeschön. Das gilt auch für den Reiterclub Wierigsdorf, der für die kleinen Leute das Ponyreiten ausrichtet. Wie kaum anders zu erwarten bei so viel Sonne und vielen Kindern, die Schlange am Eiswagen riss einfach nicht ab. Indes stellten sich auf der Schlossbergbühne Gesangstalente vor, unter anderem auch die 10-jährige Lena, Schülerin der Niederlausitzer Musik- und Kunstschule Luckau. Große Zuschauerzahl verfolgte die Darbietungen des Luckauer Karnevalvereins, der mehr und mehr auch außerhalb seiner eigenen Saison das Kulturgeschehen der Stadt maßgeblich mitbestimmt. So wurde im Rhythmus mitgeklatscht, als die kleinen Fünfchen auftraten. Immer wieder eine Augenweide, die Garde.
Und die Mittelgruppe, wie sie Elverats Mitglied Sven Off ankündigte, präsentierte ihre Fashion-Mädels. Karibisches Flair versprühten die frechen Früchtchen in ihren Fransenkostümen mit gekonntem Hüftschwung. Zwischenzeitlich übte der Zeremonienmeister für diesen Tag mit dem Publikum schon mal den Schlachtruf der Karnevalisten. Dankeschön! Ah, super! Was ist hier? Ja, hier von hinten kommt der C-Dur ein. Immer wieder gern gesehen in Luckau Schlagersängerin Undine Lux. Sie singt besonders gern und gut Lieder von ihrem großen Vorbild Helene Fischer. Auch eigene Titel hat die sympathische junge Frau schon herausgebracht und tourt erfolgreich durch die Lande. Ihre Autogramme sind immer sehr begehrt. Irgendwann endet jedes Fest, so auch das auf dem Schlossberg. Ideal musikalisch ausgefüllt von zwei Virtuosen besonderer Klasse, die sich den Namen The Hornets verpasst haben. Ganz bürgerlich Christian Günther und Peter Schmidt. Musik der 50er und 60er ist sozusagen ihre Leibspeise. Twist, Rock'n'Roll und Schmusesongs von Jerry Lee Lewis oder Elvis Presley lassen den berühmten Funken sofort überspringen auf das Publikum. Besser hätte das Bergfest nicht enden können. Eine fantastische Stimmung, der Partytisch gleich mitten auf der Tanzfläche. Und fliegende CDs der Hornets. Und das alles in lauer Sommer. Ingo Wolf hatte für das Wochenende Familie und Freunde, eben ein stimmiges Helferteam, um sich versammelt. Das Gesamtkonzept ging auf und ist vielleicht ein weiterer kleiner Mosaikstein für die positive Zukunft des Schlossbergs. Dieses Haus sollte in regionaler Hand bleiben, denn darin steckt Luckauer Seele.